Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge hier aus dem Flughafen Hilton in Helsinki. Was haben wir heute für Themen frisch gepresst? Und zwar die Lufthansa ITA-Einstieg. Wir haben wieder ein neues Thema gefunden. Und zwar, da geht es darum, dass eine Leasingfirma einen Plan B haben möchte. Wir haben des Weiteren eine Aktion von Qatar Airways. Dort gibt es 50% mehr Avios und doppelte Q-Miles. Dann haben wir Hilton Honors Bonus für neue Hilton Honors Kunden. Dann haben wir ein Thema, was auch spannend ist, nämlich Japan Airlines, wie sie damit umgehen in Bezug auf Tickets. Da gibt es nämlich jetzt eine Erleichterung für Tickets. Tickets werden flexibel gestellt. Dann haben wir die SÖP, das ist die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personennahverkehr. Oder wie das Ding auch immer heißen mag, die rechnen für 2024 mit mehr Stress, mehr Arbeit und mehr Gas. Beyond, das sind die, die nach dem Malediven fliegen, die haben so ein bisschen Malesche. Die wollen Flüge absagen und reduzieren, besonders im Januar. Und wir haben bei der Condor, da gibt es Flystream, das ist das Entertainment-System. Das soll es jetzt auch kostenfrei auf der Kurz- und Mittelstrecke geben. Also da auch eine Verbesserung des Angebots. Und wir haben eine News, die ich eigentlich gar nicht großartig bearbeiten wollte, aber ich nenne sie euch trotzdem, kurze Zögerung, kurzes Ding, weil ich es gar nicht aufgeschrieben hatte und kurz auch vergessen hatte. Aber es kam wieder, Lufthansa haben ja 380er, Emirates haben 380er, Qatar haben A380er, aber ab Wien fliegt die Emirates mit 380er jetzt für die nächsten 2-3 Monate, um da den Angebotsnachfrage nachzukommen, weil da eine hohe Nachfrage ist. Gerade aus Wien, also wer mit 380er fliegen will, kann auch aus Wien mit Emirates fliegen. Das solltet ihr wissen, da solltet ihr Ausschau halten. Denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch wie immer unten zu kommentieren. Ich werde alles beantworten. Und natürlich, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt und auch an Günther, da ist es, da. Auch an Günther da nochmal der Hinweis, wenn ihr was zum Thema Kreditkarten wissen wollt, amerikanische, könnt ihr mich jederzeit fragen. Und wichtig ist auch, dass ihr jetzt gerade, wenn ihr amerikanische Kreditkarten habt, anfangt auch wieder die ganzen Sachen auszunutzen. Monatlich zum Beispiel bei meiner Bonvoy-Karte $25 Restaurant-Voucher. Oder aber auch den 10-Dollar-Voucher jeden Monat Uber bei der Goldkarte. Oder bei der Platin-Karte, da gibt es ja auch zum Beispiel den Saks Fifth Avenue einmal pro Halbjahr. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auch diese Airline-Geschichten, wo es Geld für Airline-Cash-Zusatz gibt, also für Gepäck oder für andere Sachen, die man halt da kauft, die muss man auch angehen. Also nicht damit das wie bei einigen von meinen Kunden am Ende letzten Jahres so war, dass ihr anfangt, Panik zu schieben. Jetzt aber genug gelabert, kommen wir zur heutigen Sendung. Und das erste Thema, da geht es um die SÖP. Und zwar die SÖP, die Schlichtungsstelle, die ja für den öffentlichen Personennahverkehr da unterwegs ist, die sagt, dass man im vergangenen Jahr 39.700 Betroffenen geholfen hat. Ich persönlich bin ja kein Fan von denen, ich gebe ja das alles direkt zum Anwalt, weil es halt wirklich nur eine Schlaufe ist. Manchmal hilft es, manchmal nicht, aber eher ist das nicht der Fall, als es wirklich hilft. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass es dort knapp ein Drittel mehr Anfragen gab als im Vorjahreszeitraum. Rekordjahr war ja 2020 mit Covid mit 41.000 Beschwerden circa. Also muss man angucken.
auf natürlich, wobei 84% sich auf den Luftverkehr beziehen. Also das ist ja natürlich nicht nur die Luftverkehrsgeschichte, sondern auch die Bahn und andere, die bei der SWP sind, auch Busse als Stichwort. Und die Probleme machten sich bei der Schlichtungsstelle auch im ersten Halbjahr 2023 bemerkbar, weil es in der Regel einige Wochen dauert, bis sich die Betroffenen natürlich da bei denen melden, weil man zuerst bei der Airline in der oder wo auch immer in der Schleife ist und dann hofft. Jede dritte Forderung, so ist der Satz richtig, wurde sofort anerkannt. Aber ihr seht, jede dritte ist halt nur 30%. Da gibt es halt wirklich Stress. Auch für 2024 geht man davon aus, dass es in diesem Jahr mehr wird. Vielleicht wird es mehr bei der Bahn, weil die Bahn ja nicht pünktlicher wird. Das wird interessant. Aber seit einigen Jahren kann man ja auch bei Verspätung eine Erstattung des Fahrpreises bei der Bahn ja auch online beantragen. Vielleicht weniger. Aber da könnt ihr mal gucken, was da passiert. Aber es gibt halt, wie gesagt, jetzt das Thema, dass man dort sich beschweren kann. Und ich hatte es ganz vergessen zu nennen, Schiffsreisen geht es auch. Also das heißt Flugverkehr, Bahnverkehr, Bus und Schiffsverkehr, das sind die Themen, denen man sich bei der SWP melden kann. Und die melden sich ja bei euch auch, sondern seit 2010, da gibt es diese Veranstaltung. Wenn ihr Erfahrung mit Beyond, hätte ich fast gesagt, hier komme ich auf Beyond, das ist das nächste Thema. Wenn ihr Erfahrungen mit Beyond habt, könnt ihr auch schreiben. Aber mit der SAP-Erfahrung habt, egal ob gut oder schlechte, schreibt es unten rein und dann können wir das Thema auch direkt angehen. Jetzt kommt aber Beyond, die sich irgendwie bei mir schon verbal eingeschlichen haben. Alles wegen dem kleinen Monitor. Ist halt so, muss man halt machen. Ist so, dass man im Januar Flüge streichen möchte ab München, aber auch ab Zürich. Natürlich ist es so, dass zuerst München, dann Zürich, aber auch Riad hinzugekommen sind und im Sommer sollen dann Bangkok, Mailand, Dubai folgen und die sollen auch mit einer reinen Business-Class-Bestuhlung in einem 319er geflogen werden. Die Bestuhlungen sind so, dass dieser Flieger schon hübsch ist, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Stuhl bequem ist, aber am Ende des Tages ist es halt ein okay Produkt für das, was sie angeboten haben. Aber der Start ist nicht ganz so optimal gelaufen, wie man das möchte. Man hat jetzt einige Flüge im Januar aus dem Programm rausgenommen. Und so ist es so, dass man in München statt 9 nur einen Flug macht, ab Zürich statt der 9 nur 6 Flüge anbietet. Und man hat die Flüge gestrafft, um das Buchungsverhalten der Kunden in der Wintersaison gerecht zu werden, die ein oder zweiwöchige Buchungspakete buchen können, weil die fliegen ja zu den Malediven. Außerdem für Beyond im Januar mehrere Charterflüge aus dem Nahen Osten auf die Malediven durch. Also ihr seht, da gibt es wohl anscheinend Geschäft. Und man hat auch neue Märkte halt, die man anfliegen möchte und die man dann auch bedienen möchte. Und das ist so, dass in den 5 Jahren natürlich 32 Flugzeuge kommen sollen. 60 Ziele, ja, das ist ambitioniert. Und man möchte dann aber auch nicht den 319er, sondern auch wirklich einen ordentlichen 320er XLR, glaube ich, haben, damit man sich auch den Stopp in Riad spart, damit man auch direkt von München oder Zürich aus fliegen kann, ohne dann in Riad zwischenzulanden, um da ein Refueling zu machen, weil das viele Leute natürlich auch abschreckt. 8 Minuten 26 Sekunden in die Sendung und dann kommt schon wieder das Thema ITA. Ja, ich weiß, wir hatten sie lange nicht mehr gehabt und ich weiß, dass ihr da vielleicht dessen überdrüssig seid. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Thema ITA unten in die Kommentare reinschreibt. Und zwar ist es so, es gibt eine Leasingfirma, die hat Leasinggeber ITA Flugzeuge gestellt. Und die haben dann mal nachgefragt beim Staat, meine Freunde der gepflegten Gastlichkeit, weil die EU ist ja gerade so am Kontrollieren mit der Lufthansa in Phase 2 und so weiter. Und da gibt es richtig Stress will ich es nicht nennen, aber es gibt da halt durchaus Potenzial. Und wenn die Lufthansa keinen Bock mehr hat, was wäre die Alternative? Und die Antwort der italienischen Regierung war relativ geil. Man hofft natürlich, dass die Freigabe da passiert. Aber wenn das Phase-2-Verfahren nicht passiert, ist halt das relativ uncool. Und jetzt ist es so, jetzt kommt's, warte, wo war es? Ein Leasinggeber zeigt nach, Italien antwortet einfach dann, indem man einfach Zahlen nennt und sagt, nö, die Zahlen sind gut und sie sind vor allem wesentlich besser, als man es erwartet hatte, als der Forecast war. Also da ist ITA schon auf dem Weg der Genesung, ist wohl so. Auch ohne Lufthansa kann sich also Carsten Spohr nicht ans Revers heften oder vielleicht ist es wegen der Lufthansa. Ich kann es euch nicht sagen, ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet. Und
Dann ist es so, dass die La Stampa, auch eine italienische Zeitung, ich glaube, La Stampa, ist das die Briefmarke? Ich weiß nicht, Stempel? Keine Ahnung, kann kein Italienisch, ihr könnt es ja auch hier unten schreiben. Ich brauche eure Kommentare und eure Likes. Machen, ne? Ist es so, dass man sagt, man möchte jetzt trotz des Rückschlags, also das heißt, dass es jetzt länger dauert, als es vorher gedacht war, die Beantragung machen, dass man aus der Sky Team wieder ausscheidet und in die Star Alliance aufgenommen wird, beziehungsweise vielleicht auch Miles & More. Das wäre natürlich eine richtig coole Nummer, Miles & More, dann ist das unter einem Dach. Und damit könnt ihr dann mal unten schreiben, was ihr davon haltet. Wenn man sich das anguckt, ist es so, die Zahl, die übrigens da kolportiert worden sind bei der La Stampa, ich lese sie vor, ist es so, dass nach der Airline 2022 noch 337 Millionen Verlust hatte, das Gesamtergebnis laut Stampa von 468 Millionen auf minus 160 Millionen ist. Heißt also, dass man da durchaus dann auf einem guten Weg ist. Also das heißt, dass man das Minus wirklich reduziert. Weil wenn man überlegt, dass man da aus den 468 Minus auf 160 Millionen verbessert worden ist, das Gesamtergebnis, dann ist das schon mal ein Weg zumindest nach oben, um es mal so zu sagen. Und die Hansens möchten ja 500 Millionen geben, wenn man dann 2025 auf 90% aufstockt. Aber das ist halt eine Kann-Version, das muss nicht sein. Auch hier wieder von euch natürlich gerne sachdienliche Hinweise. Wir haben dann das Thema, nennen wir es einfach wie es ist, Condor. Wir lieben Fliegen und Condor ist halt schon relativ cool geworden und man sieht ja die Flugzeuge auch mit den Ringelsocken und so weiter, sie seien. Finde ich relativ cool und man erkennt sie vom Boden und vom Marketing her ist das phänomenal, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also da gibt es nichts, ne? Also Respekt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sie jetzt auch nachgelegt haben beim Entertainment-System und jetzt gibt es auf der Kurz- und der Mittelstrecke auch dort dann das Entertainment-System, das ist das Flystream-Portal und da kann man natürlich das eigene Device benutzen, ja, man kann das eigene Gerät benutzen, das finde ich relativ cool und man bekommt da dann halt wirklich Travel Guides, Spiele, dann den Blog und vor allem eine mehr personalisierte Flugerfahrung und man kann natürlich Filme wahrscheinlich gucken, also ich bin mal gespannt, wie das da ist, auf den 330er ist das ja als erstes ausgerollt worden, das nur so als Hinweis, also auch auf der Kurz- und auf der Mittelstrecke, heißt also, dass man da mit dem Flystream viel Spaß haben kann. Dann sind wir natürlich bei den Freunden von Qatar Airways und viele, die auch gerne Qatar fliegen. Ich selber bin ja Qatar Platinum. Und da ist es so, dass sie ein Angebot haben, wer ab Schweden, ab Dänemark, aber auch ab Norwegen oder Finnland abfliegt. Und jetzt festhalten, Polen zählt auch, also gar nicht mal weit weg, bekommt 50% Bonus auf Avios. Ist auch schon mal cool. Und man bekommt doppelte Q-Points, die man bei den Flügen aus den Nordics bekommt. Wobei natürlich jetzt Polen und Finnland jetzt nicht unbedingt die nordischen, also Finnland schon nordisch, aber ist halt nicht Skandinavien. Aber nun gut, wollen wir nicht drauf eingehen hier aus Helsinki, ist ja alles nur Klugscheißerei. Wichtig ist halt, dass die Flüge alle gebucht werden können bis zum Zeitpunkt 31. Januar und man muss den Code Q-Bonus einsetzen, also Q wie Qatar und dann Bonus in einem Wort, dann bekommt man das Ganze und die Reise muss bis zum 30. Juni 2024 abgeschlossen sein. Kapstadt oder was auch immer auf der Werbung ist dort gesehen. Es gibt Webseiten, die das Angebot dann bewerben, je nach Stadt. Und da ist es so zum Beispiel, wer nach Shanghai mit der Qatar Airways fliegt und dort das Beating Heart of China hört, wer East meets the West, Towering Skyscrapers, bla bla, Instant Gold Status. Das heißt, man bekommt, wenn man diesen Flug von nach Shanghai fliegt, in der Business Comfort von Helsinki aus, bekommt man direkt den Gold Status und 50% Avios. Also schon eine coole Geschichte. Ne? Also nur damit ihr es wisst, mit einem Flug kann man da direkt den Status dann bekommen. Und für alle, die wie ich gerne, naja, was heißt gerne, ich habe jetzt so ein bisschen
ein bisschen übertrieben, aber Hilton. Ich sammle bei Hilton, ich habe Hilton Kreditkarten, ich habe von Hilton eigentlich alles und ich bin, in diesem Hotel bin ich gerne. Die haben hier eine Sauna, das ist eine geile Lounge, wo ich gleich essen gehe. Ich hoffe, die haben die Jalapenos, ich weiß, frittiert, kein Thema, mag ich. Aber wenn man ein neues Mitglied ist, dann bekommt man, festhalten, 3000 Punkte. 1000 für den Bonus, weil man sich einfach das erste Mal entscheidet, dort zu übernachten. Und beim zweiten Mal übernachten kriegt man 2000 Punkte. Also hier mal etwas mitnehmen, aber wer von euch ist, wer ist noch kein Hilton-Mitglied von euch? Also schreibt das unten rein, ich bin mal gespannt, was da von euch kommt und wie ihr das seht. Wir haben dann jetzt hier nochmal um 15:58 oder was es jetzt ist, ist es 58? Ja, ist es. Haben wir noch die Japan Airlines. Japan Airlines hatte ja diesen grauenhaften Unfall in Haneda. Die haben jetzt eine Aktion gemacht und zwar alle, die das Geld zurückhaben möchten für alle Tickets, die bis zum 2. Februar ausgestellt worden sind, kein Problem, das geht. Oder man kann umbuchen. Wichtig ist aber, dass man umbuchen muss. Wo ist es? Bis zum 31. muss der Change gemacht werden und dann kann man das gucken, wo man das will. Und wichtig ist halt so, dass man da keine Gebühren für zahlt. Ich finde, das ist eine faire Geste, zumal man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass Japan Airlines ja noch nicht mal was dafür kann, was da passiert ist, so wie es im Moment ausschaut. Bei allen Fakten, die bekannt sind, ist es ja wohl so gewesen, dass die Dash von der Küstenwache ohne Freigabe auf die Startbahn gerollt ist und eine sogenannte Runway Incursion gemacht hat. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Danke, dass ihr heute wieder mir eure Zeit geschenkt habt. Ich bin morgen wieder für euch da mit einer frisch gepressten Sendung. Ihr könnt mir ja ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, abonnieren oder einfach auch eine Kanalmitgliedschaft. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte, ich muss mal gucken, Kontrolle, weil ich das auch richtig hier ist, ne? Da. Also quasi da, wo das Fenster ist, da ist, so das Fenster ist, die Nummer, da könnt ihr mir gerne schreiben, können wir uns auch über Kreditkarten unterhalten oder andere Themen, was ihr halt so gerne macht. Und, das muss ich noch nachschieben, ich hatte natürlich für Matthias nochmal die Info behalten, ja, wir hatten das letztes Jahr auch schon berichtet, der Flughafen Berlin hat jetzt die Sicherheitskontrollen im eigenen Bereich, das heißt also, der Flughafen verantwortet die Sicherheitskontrollen und nicht mehr die Bundespolizei, also auch da vielleicht eine Verbesserung, ihr könnt das mal fokussieren und beobachten, wie es in Berlin ist. Wenn es dort Verbesserungen gibt oder Verschlechterungen, lasst es mich gerne wissen. Wir können das ganze Thema dann nochmal aufbringen. Ich muss jetzt aber sagen, ich muss hier gleich los. Wir haben 5.21 Uhr. Ich muss das jetzt uploaden für euch. Um 6 Uhr ist Happy Hour. Ja, da gibt es jetzt Happy Hour bei Hilton. Da werde ich in den Lounge tippeln am Freitagabend. Ich danke euch und für euch der Abspann. Also danke und bis morgen. Ciao. Liken, ne? Thank you.